Die Daten zeigen deutlich, dass die Bundesregierung vorsichtig formuliert, untätig und mit zwei geschlossenen Augen dem Problem der Illegalen gegenübertritt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, nach neuen Daten der EU-Kommission waren den nationalen Behörden in der gesamten EU im Jahr 2021 681.200 illegale Migranten aus Drittstaaten bekannt. Das ist trotz Corona ein Anstieg von 22% im Vergleich zu 2020. Nur der Hälfte der in der EU verweilenden illegalen Migranten wurde jemals ein Ausweisungsbescheid zugestellt. Das ist ein Rückgang von 14% im Vergleich zu 2020. Nur 28.700 davon haben die EU jemals verlassen. Das heißt, nur gut 4% aller Migranten, die sich bekanntermaßen seit Jahren illegal in der EU aufhalten, haben die EU bislang verlassen. Aber in Wirklichkeit haben die Behörden kaum einen zuverlässigen Überblick über die Zahl der sich auf ihrem Territorium aufhaltenden illegalen Zuwanderer. Außerdem haben die Behörden ein Interesse, die Zahl der Illegalen eher zu verharmlosen. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass nur ca. 50-75%, die sich tatsächlich in der EU aufhaltenden illegalen Migranten in der EU erfasst sind. Gehen wir von zurzeit mindestens rund 1,1 Millionen Illegalen aus, eine realistische Annahme, so sind 28.700 bisherige Heimkehrer nur 2,5% dieser Gesamtzahl. Ein Skandal. Noch skandalöser aber ist die Lage in Deutschland. In Deutschland waren 2021 120.300 illegale Migranten aus Nicht-EU-Staaten registriert. Doch wurde nur 31.500 Illegalen eine Ausreiseverfügung erteilt. Das ist nur ein Viertel der registrierten illegalen Fälle, verglichen mit 50% in der EU. Abgeschoben davon wurde faktisch so gut wie niemand, und dies bei tatsächlich wohl rund 250.000 wirklich im Land befindlichen Illegalen, zieht man die nicht registrierten in Betracht. Die Daten zeigen deutlich, dass die Bundesregierung vorsichtig formuliert, untätig und mit zwei geschlossenen Augen dem Problem der Illegalen gegenübertritt. Denn als eines der beliebtesten Zielländer für Illegale sollte Deutschland eigentlich auch mehr Illegale ausweisen und abschieben als andere EU-Staaten. Die Zahlen der Kommission aber bestätigen Deutschlands Status als bevorzugtes Siedlungsgebiet für Nicht-Europäer, Illegale einbegriffen. Und sie belegen auch, dass die Bundesregierung dies angesichts der geringen Abschiebungsquote auch offensichtlich so wünscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viele Grüße aus Straßburg. Ihr Gunnar Beck.